kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Die Sabine Schneider hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Gag zum Thema Tippspiele. Ja, da kommt sie wieder früh. Ja, habe ich auch gesagt. Wie findest du denn den? Weil meine Frau in unserer Tipprunde vor mir liegt, habe ich mich von ihr getrennt. Wie nennt man das dann? Tipp-Ex? Der ist ja mal stark. Ja. Aber ich habe auch noch einen. Pass mal auf, Dirk. Bei unserem Tippspiel führt ja meine Mutter. Das ist übrigens die, die bei Timo Werner fragte, wie heißt der eigentlich mit Nachnamen? Der ist richtig gut. Ja, kann man mal bringen. Oder wir machen den, dass Deutschland nach der Vorrunde ausscheidet, war ja mein Geheimtipp. Und was soll ich sagen? Sie sind heimgegangen. Ja, ja, verstehe. Geheimtipp. Ja. Der ist richtig gut. Den nehmen wir. Ja, komm, machen wir Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend. Im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Gewinner des Deutschen Radiopreises. Nur bei Hitradio FFH.